Wie singt eigentlich Lena Maya Landrut? Lass uns doch gemeinsam reingucken und ihren Gesang analysieren. Ich würde mal sagen, let's go. Gut, dann machen wir gleich schon mal Stopp. Also witzigerweise, kurz bevor ich diese Reaktion gemacht habe, habe ich nach einer Live-Akustik-Version gesucht. Und dann bin ich bei der Late-Night-Show gelandet mit Joko und Klaas und das ist deutlich höher. Also es ist Nummer eins nicht unüblich, dass Sängerinnen auf dem Album, auf der Single höher klingen als in einem Live-Setting. Also das ist total üblich. Das ist euch bestimmt auch aufgefallen, dass viele Sänger dann auf der Bühne ihre eigenen Versionen machen, nicht so richtig den Chorus singen, weil sie sich viel bewegen und tanzen müssen, vielleicht weil sie auch die hohen Noten nicht bekommen. Und nicht jeder Star singt die ganze Zeit mit. Also es gibt ja immer auf TikTok so Videos, wo man merkt, okay, die Stars lassen den Chorus singen von der Band oder so. Also hier hören wir erstmal ganz klar, es ist live, was schon mal super ist, das finde ich toll. Und es ist ein bisschen tiefer, ich tippe mal einen Halbton, Ton tiefer. Gut, wir schauen mal weiter rein. Ja, kurzer Stopp. Lena ist sehr luftig, ne? Also was wir so bei Lena haben, ist ja diese Kombi-Luftigkeit. In ihren Aufnahmen relativ hoher Kehlkopf. Es klingt sehr hell, sehr hoch, sehr sopran, also wirklich eine sehr hohe Klangfarbe in ihrer Stimme, sehr, sehr hell. Aber hier hören wir, dass die Resonanz, also es sind viele Atmungen mit dabei, sie arbeitet mit sehr viel Luft und dadurch ist es dann von der Lautstärke, von der Resonanz geht es sich nicht ganz auf. Wenn du luftig bist, musst du immer daran denken, da kommt nur 50% Ton durch. Ja? Wenn du zum Beispiel singst, I'm on a highway to hell, cause I'm TNT, I'm dynamite. Egal, was du jetzt singst. Du siehst, dass der Ton trägt sich nicht richtig, weil da ist ja viel Luft dahinter. Wir schauen mal weiter rein. Ja, das Loyal to Myself ist sehr eng und das siehst du auch am Mund, da würde ich ein bisschen mehr den Mund aufmachen. I'm loyal to myself now. Und hier ist es wirklich sehr, sehr eng gehalten. Dadurch benutzt sie sehr viel nasale Resonanz, dadurch geht der Ton sehr durch die Nase. Das hört man hier schon so ganz klar. Und dann I'm loyal to myself now. Das singt sie aus, richtig mit einem vollen Stimmverschluss. Den Rest singt sie dann luftig. Ja, das hört dann auch bei Better oder London oder da war irgendwie eine Stelle Get Together oder so. Ich kenne jetzt den Text nicht auswendig, aber es ist eben eine Mischung, ne? Und das ist auch das, was du auch können solltest. Denn als Sängerin möchtest du ja mit Dynamik arbeiten. Du möchtest ja wirklich, dass das nicht alles geradlinig gleich klingt, sondern du willst verschiedene Facetten und Effekte haben. Dazu haben wir einen Workshop, den du downloaden kannst oder live mitmachen kannst. Jetzt im August haben wir einen Workshop, 2 Stunden lang Facetten und Effekte und den kannst du dir später auch noch downloaden. So, wir schauen mal weiter rein. Ja, startet auch sehr tief. Ne? Das ist für sie wahrscheinlich schon zu tief, aber wahrscheinlich dann in der Aufnahme sehr hoch, ne? Weil sie singt ja so ein bisschen tiefer. Also ja, ist dann bequemer für sie live das zu singen im Chorus. Aber ja, es ist tief. Also das heißt, wenn du das nachsingst, wird es für dich wahrscheinlich auch ein bisschen so tief sein. Aber sie macht das sehr gut, ne? Also trotzdem kommt es gut rüber. Manchmal ist es so, wenn man tief singt und man hat diese Tiefe nicht, hat man keine Resonanz. Der Ton trägt sich nicht richtig.
Ich finde die Background-Sänger ein bisschen zu laut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist immer so eine Sache mit Background-Sänger, wenn man natürlich Unterstützung braucht, ne, im Chorus, damit der Chorus wuchtiger kommt, damit es sich mehr nach vorne trägt, dann holt man sich die Background-Sänger rein, dass die dann relativ auch laut sind. In der Regel sind Background-Sänger immer nur ein Teppich. Sie sind ein guter Teppich, der mitschwingt und die Vocals unterstützt. Ich finde sie ein bisschen zu laut, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich mag es halt selber, wenn so Backing-Sachen echt nur assistieren. Und hier finde ich, ist es zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch Geschmackssache. Ja, also wir hatten auch mal das Thema mit Lena und britische Vokale. Gerade ganz zu Anfang ihrer Karriere hat sie sehr viel britisches Englisch gesungen. Da hatte mein Freund zu gesagt, das hat mit britischem Englisch nichts zu tun, der kommt aus England. Und er meinte, also selbst in, das ist noch nicht mal mit Dialekt, das britisches Englisch, das ist dieses typische Thema Deutsche oder Österreicher, Schweizer und Akzentwechsel, ne? Also dann singen dann die Deutschen irgendwie mit amerikanischen Akzent oder englischen Akzent und meistens geht sich das dann doch nicht so hundertprozentig auf. Klingt einfach anders. Aber ich finde jetzt hier in diesem Video ist es deutlich besser. Also es ist nicht ganz so sehr can't und oh, oh, love, I want to tell you how I feel about you, cause I can't get a minute without your love. Übertreibt natürlich total. Like a satellite, I'll be in orbit. On the way around you, now fall out into the night. Ja, also das ist jetzt mein Versuch, komplett britisches Englisch zu singen, aber es würde sich hier auch nicht aufgehen. Aber ich finde, es ist jetzt deutlich weniger, wie es mal war. Ja, ich finde es schade, bei dem Lied gibt es nicht so eine richtige Steigerung. Ich finde, es klingt alles irgendwie relativ gleich. Ne? Mir fehlt es so manchmal bei den Songs. Manche Songs haben das heutzutage einfach gar nicht mehr, dass es dann so Abänderungen gibt musikalisch. Abänderungen. Was mir jetzt einfach hier auffällt, wie gesagt, es passiert nicht so viel. Was jetzt irgendwie cool wäre, wenn man dann einfach einmal die Gitarre rauslässt. Oder mal sie ihn das Ganze in der Kopfstimme macht oder mal einen ganzen Halbton höher jetzt mal singt. Also irgendeine musikalische Abänderung. So finde ich persönlich, das ist jetzt nur wieder auch mein Geschmack. Ja, ist halt so die Frage, ihr kennt das. Ihr singt ein Cover, ihr singt einen Song und beim dritten Chorus klingt das wieder gleich. Und da ist so ein bisschen die Aufgabe als Sänger, wie kann ich das jetzt kreativ gestalten? Was kann ich für Änderungen anbieten? Kann ich da mal vielleicht einen Riff machen? Geht das vielleicht auch ohne Vibrato und so weiter, ne? Also das hätte mir jetzt gefehlt. Ich hätte es cool gefunden, hätte man das einen Halbton höher gemacht und sie hätte es in Kopfstimme gesungen. Oder hätte sie vielleicht irgendwie einen Riff oder so reingemacht oder eine High Note. Das sind ja alles Möglichkeiten, die du hast, wenn du akustisch singst. Ja, genau. Und nochmal was kurz zum Vibrato. Wir haben hier so ein bisschen so einen kleinen Goatee-Vibrato. Also ein sehr rapider, schneller Vibrato. Kein langsamer Vibrato, sondern wirklich relativ bisschen ähnlich wie Shakira, dass es relativ schnell und rapide ist. Schreibt doch mal unten rein in die Kommentare, was ist eigentlich eure Lieblingssingle von Lena Meyer-Landrut und welche sollte ich mal vielleicht von ihr direkt analysieren? Am besten eine Live-Version wäre klasse. Und wenn du hier unsere Schüler nicht verpassen willst, weil die haben wir auch gehabt oder Tipps und Tricks, dann bleib am besten jetzt noch weiter am Ball, denn wir haben richtig mega geile, wichtige, coole Sachen rund um Thema Singen und Bühne und Bühnen-Mindset und über überhaupt Casting, alles, was das sängerische Herz begehrt. Ich bin natürlich auch auf Instagram, poste da mein Daily Content und auf TikTok und ich freue mich, dich dort ebenfalls zu sehen. Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein.